Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier wird nur ein ganz kurzes Video. Ich brauche bei zwei Dingen eure Hilfe. Zum einen werde ich ja bald wieder mit Josef aufnehmen. Wir nehmen wieder eine Folge Bautest vom Profi auf. Und da brauche ich Vorschläge von euch, was ich mit Josef bauen könnte. In der letzten Folge habe ich ja mit Josef ein Haus gebaut. Was meint ihr, was sollte Josef bautechnisch unbedingt wissen? Das darf auf jeden Fall nicht zu groß sein. Auf jeden Fall was Kleines, was man in 20 Minuten schaffen könnte. Genau, einfach eure Vorschläge in die Kommentare. Sonst brauche ich eure Hilfe bei was anderem. Es geht um ein Design. Ich habe jemanden gefunden, der mir ein cooles Intro erstellt. Das Intro ist auch schon fast fertig, aber eine Sache fehlt. Genau das Logo, was ich mir ausgedacht habe. Ich habe vor der Gamescom-Zeit mir überlegt, wie meine Unterschrift aussehen könnte. Ich habe mir so überlegt, die letzten drei Buchstaben aus meinem Namen könnten ja auch Zahlen sein. Zum Beispiel das I ist zum Beispiel eine 1, das U ist eine 4 und aus einem S kann man eigentlich keine 4 machen. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, wie das so aussehen könnte und da dachte ich, das könnte eigentlich so ganz cool aussehen. Und da hatte ich die Idee mit meinem Intro-Macher, dass wir das Logo in das Intro einbauen. Aber leider kann er solche Logos nicht erstellen. Er hat es zwar versucht, aber es sah nicht so aus wie auf der Skizze. Ich habe ziemlich viele Leute gefragt, aber leider konnte es mir keiner so machen, wie ich es mir vorstelle. Deswegen hoffe ich, dass einer von euch das vielleicht machen könnte. Das Zeichen, also das Logo, was ihr entwerft, wird in diesem Intro verwendet. Ich habe auch vor, dieses Logo als Banner und als Profilbild zu nehmen. Was aber für euch wichtig ist, dass ihr ohne Hintergrund arbeitet, also der Hintergrund soll transparent sein. Achtet auch darauf, dass das Zeichen komplett abgerundet ist, also so wie ein S, und die linke Spitze der 4 soll auf jeden Fall zu sehen sein. Genau, die Farbwahl soll auf jeden Fall so bläulich sein, so Richtung Türkis. Und dabei könnt ihr auch gerne mit Effekten rumspielen. Es ist mir eine große Hilfe, wenn ihr einfach mir das Logo schickt. Falls ihr mehr Zeit und Lust habt, könnt ihr mir gerne aus demselben Design meinen ganzen Namen bilden lassen. Dadurch passt alles zusammen. Und mein Intro-Macher hat dann weniger Arbeit, weil er müsste dann die Schriftart dem Logo anpassen. Ihr müsst euch einfach vorstellen, wie es am Ende im Intro aussehen wird. Genau, ich hoffe, ihr kriegt das irgendwie hin. Falls ihr das Logo nicht so hinbekommt, wie ich es mir vorstelle, könnt ihr gerne auch was anderes ausprobieren. Das Wichtigste ist, dass es im Intro gut aussieht, dass die Buchstaben voneinander getrennt werden. Zum Beispiel, dass das S nach links geht und die 4 nach rechts. Genau, ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Falls ihr dazu Fragen habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich mega über einen Designvorschlag freuen und ich werde euch auf jeden Fall erwähnen. Falls ihr das nicht so gut könnt, aber jemanden kennt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr der Person das Video schickt. Es werden bestimmt einige coole Designs von euch kommen. Die Designs, also das Logo, könnt ihr mir auf irgendeine Plattform zuschicken. Egal ob über Skype, Discord oder Twitter oder so. Ich bin fast auf jeder Plattform erreichbar. Dann danke ich euch erstmal dafür. Also vergesst auf jeden Fall nicht, mir einen Bauvorschlag in die Kommentare zu schreiben und ein Logo zu entwerfen. Genau, dann freue ich mich endlich mal wieder ein Intro in meine Videos einbauen zu können. So, dann war es das eigentlich schon. Morgen kommt ein neuer Vlog. Das war der zweite Tag auf der Gamescom. Ich kann es ja euch kurz zeigen. Aber zuerst danke ich euch allen erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.